Hey Freunde, willkommen zurück zum nächsten Kampf des Super Smash Bros. For Wii U Community Battles. In Kampf 9 habe ich Futendo, alias Fabian, dabei. Ja, das war der zweite Kampf am heutigen Tag. Ich habe die beiden Kämpfe, also von Maxi und Fabian heute, an einem Tag aufgenommen. Habe ich ja schon erwähnt. Ja, ich trete ganz normal. Was? Dark Thunder? Robin, misch dich nicht ein jetzt hier. Wir sind hier mitten in dem Kampf. Das machen wir später. Wir sind aber später nicht mehr dazu gekommen, weil er keinen Raum offen hatte, beziehungsweise anderweitig beschäftigt war. Kurze Nebeninfo dazu. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich natürlich wieder mit Link angetreten. Der erste Kampf wird fast immer mit Link bestritten, weil sicher ist sicher. Ja, dann mal schauen, was Fabian auf Tasche hat für uns. Aha. Pokémon Stage. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich euch erstmal vorweg eins sagen. Der Kampf hat wahnsinnig geleckt. Und es hat mich auch nur minimal wütend gemacht. Da kann jetzt so gesehen eigentlich keiner was für. Also jedenfalls weiß ich nicht, ob da einer was für kann. Jedenfalls hat der Kampf grausam geleckt. Wir haben irgendwie schon 3-4 Stunden vorher oder so versucht, die Aufnahme zu starten. Aber das war da genauso am Laggen und wir dachten dann hinterher einfach, komm, scheiß drauf, spielen wir einfach mit den Lags, irgendwer wird schon gewinnen. Ja, gut, er jedenfalls mit Sheik angetreten, ich mit Link, wie man so schön sehen kann. Ja, ich muss gucken, dass ich da gewinne. Sheik ist auch ein sehr anspruchsvoller Gegner, weil der halt auch wahnsinnig schnell, stark und kombinierend angreifen kann. Ja. Da muss ich erstmal gucken, dass ich da irgendwie durchkomme. Wie man sieht, funktioniert das nicht ganz so gut und ich bin ziemlich im Rückstand. Ja gut, ziemlich, 30% knapp. Haha, ducken nutzt dir nichts. Meine Pfeile treffen immer. Boah, ich dachte gerade, komme ich damit jetzt durch? Ah, hat er gut funktioniert. Na, da hat mir der Bumerang Sheik ein bisschen näher gebracht, dass ich ihn dann doch nochmal treffen konnte. Ich hätte mich vielleicht mal ein bisschen mit einer Bombe oder so vorbereiten können. Treffe ich? Nein. Ah, gut, das war auch ein bisschen doof. Ja, man sieht halt schon sehr gut, die Lags bestimmen hier so gesehen das Gameplay. Es ist, sagen wir, ziemlich doof. Aber, naja, was willst du machen? Kommt halt schon mal vor. Wir machen einfach mal das Beste draus. Ich versuche auch nicht allzu viele Wörter über die Lags zu verlieren. Der Move war hingegen gut. Hat meinen Bumerang ausgenutzt. Um dann noch ein Stückchen näher an mich ranzugelangen. Und mir dann den Kick zu drücken. Da war ich einen Frame schneller, weil wir mussten ja in Standbildern hier spielen. Ich wollte auch keine Worte drüber verlieren. Mensch, Leute. Du bist gut. Danke. Ich wollte mich auch schon während des Kampfes bedanken. Das habe ich aber dann irgendwie doch nicht gemacht, weil ich dachte mir, dann greifst du mich an, dann bin ich tot. Das bringt ja dann auch nichts. Ja, das ist natürlich auch immer ganz cool. Er wirft seine Mine nach vorne und macht dann diesen Dropkick. Ja, da muss man drauf klarkommen. Da rette ich mich nochmal zur Stage, aber irgendwie scheint mir das nichts zu bringen. Ah, habe ich nochmal gekriegt. Standbilder-Action. Bombe daneben. Und der Sitz. Reicht natürlich nicht aus, um ihn zu finishen, aber Schaden macht es ja dennoch. Hier hast du einen Bumerang und einen Bogen. Ne, den Bogen kriegst du nicht, das ist nur ein Pfeil. Bombe. Ah, okay, da kam noch ein Dropkick, der war ziemlich gut getimed, weil ich gerade mit Bombe rausholen beschäftigt war. Ah, da habe ich nicht getroffen, aber er. Und tschüss. Das war's dann mit meinem Leben. Mit meinem ersten Leben. Ne, es ist ja klar. Glaube ich. Oh, da habe ich noch einen schönen Sprungschlag hinbekommen. Ich weiß gleich, wie der heißt. Ein Dankeschön noch einmal. Ah. Es ist immer voll ärgerlich, wenn man so mit der Schwertspitze nicht mehr drankommt, aber er einen dann trifft. Also nicht nur er, sondern generell alle, bei denen das halt klappt. Ah, gut, da kam ich ja nochmal zum Zug. Bombe für dich, beziehungsweise Bombe für irgendwen. Ah, doch für dich.
Ja, und der letzte Schlag trifft nicht. Ich glaube, das passiert nochmal nachher und da rege ich mich auf, weil er eigentlich schon kurz vorm Sterben ist und hätte der getroffen, wäre er down. Bombe platzt kurz vor ihm. Doof gelaufen. Na, shit. Also langsam geht's mit den Lags. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm. Ah doch, das wird im zweiten Kampf wird das nochmal schlimm. Jetzt geht es eigentlich so langsam. Also es gibt schlimmere Momente in diesem Battle. Das kann ich euch versprechen. Ah, da trifft er nochmal. Wo war denn das? Dann war das woanders, glaube ich. Oder war das in einem anderen Kampf hinterher, den ich so gemacht habe? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo habe ich auf jeden Fall einen kurz vorm Finish nicht rausgekriegt. War ja nicht getroffen. Oder kam das schon und ich habe nicht drauf geachtet? Keine Ahnung. So. Der erste Kampf gehört mir. Ich gehe auf meinen Set-Character, Kirby. Welche Farbe nehme ich? Den grauen. Der graue ist schön. Gehen wir mal auf Wilys Schloss gucken, was da so für Musik läuft. Ja, Fabian ist auch direkt wieder bereit. Das gefällt mir. So, wir spielen aber nicht auf Wilys Stage, sondern auf der WarioWare-Karte, die er scheinbar ausgewählt hat. Ja. Passiert halt mal, ne? Dann kriege ich erstmal noch Kicks und Kicks und Wayne. So, und gleich kommt was richtig Lustiges. So, da ist es, das erste Item. Ich mich erstmal gewundert, warum sind hier jetzt Items auf dem Feld? Hab ich mir erstmal diesen komischen Button angelegt hier. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Weil ich mich mit den Items nicht gut auskenne. Das ist mir auch eigentlich völlig Wayne, weil ich immer ohne Items spiele. Also grundsätzlich. Ja, wenn ich Smash spiele, ist das eigentlich immer, das ist immer relativ leicht zu halten, wie ich spiele. Entweder spiele ich im lokalen Modus gegen irgendwelche Leute auf Omega Stages ohne Items oder ich spiele hart auf hart im 1 gegen 1 Modus online. Sonst spiele ich eigentlich selten andere Modi oder irgendwie sowas. Von daher. Ach ja, ja, ja. So, da habe ich ihn auf jeden Fall eben mal mit diesem komischen Rauchball angezündet da. Das ist irgendwie voll blöd, dass die ganzen Items da liegen. Aber gut, ich glaube, wir kommen klar. Jetzt hat er halt den Stern bekommen. Unfreiwillig natürlich, deswegen stellen wir uns jetzt mal hin und warten, bis der Stern aufhört. So, er ist vorbei. Ich nähere mich. Und werfe den Kasten auf ihn. Haha. Dann, wenn wir die Items nicht benutzen können, dann will ich die Kisten auf uns aufeinander werfen. Da habe ich daneben gesprungen, aber da trifft meine Up-Special nochmal. Mein Hammer trifft nicht, im Gegensatz zu seiner Attacke. Oder hätte mein Hammer getroffen, nur er hat irgendwie gedodged. Ich habe es jetzt... War das ein Counter-Move? Ich weiß nicht, ob Sheik einen Counter-Move kann. Ach ja. Ja, wie gesagt, ich spiele Smash zu selten, um da jede Menge Erfahrung zu haben. Also was die einzelnen Charakter alle im Genauen können. Aber... Nein, das hatte ich nicht vorgehabt. Deswegen geht er ein bisschen weg. Ich verdrücke mich und hau mal eben den Kirby Dance raus. So, jetzt in Dia Show Kirby Special Move mit Ladeanimation und Schwingen. Daneben bringt nichts und weiter geht's. Da kommt der Kirby Breakdance und bringt alles nichts. Die Ladezeiten sind mal wieder zu hoch. Da hat er sich irgendwie selbst getötet. Keine Ahnung, ob das ein Missklick war oder sonst wie. Wayne. Jedenfalls habe ich jetzt den Nachteil, den ich hatte, dadurch, dass ich meinen ersten Stock halt schon verloren hatte, wieder leicht raufgeholt, also aufgeholt oder rausgehauen, eins von denen. Pat, entscheide dich für ein Wort. Misch nicht immer zwei oder noch mehr. So, hier, Schläge für dich. Aha. Interesting. Hier, Hammer. Ah, jetzt passiert gleich was Verlustiges. Ich will den Bob-Omb nehmen, um ihn wegzuwerfen. Also woanders hin, nicht zu ihm. Und dann hau ich dagegen. Knochen.
Naja, er hat die Kiste beseitigt. Dodge, Dodge, Schild. Ja, da wurde ich weggetreten. Ah, gut, da hat er den Eisblock entfernt. Dann mache ich mal das Feuerschwert weg. Dann haben wir mal wieder eine gerade Omega-Stage. Oh, das war gut. Die Helfer-Trophäen die ganze Zeit. Da muss man halt aufpassen, wenn man die aufhebt. Die kann man nämlich nicht wegschmeißen. Die werden sofort aktiviert, für die, die es nicht wissen. Deswegen ist es immer ein bisschen doof. Ich glaube, den Bumper will ich nachher auch noch wegschmeißen, aber das lasse ich dann in Anbetracht der Lage. Ja, die Standbilder. Ich kümmere mich da mehr um die Items. Das ist ein bisschen doof. Ah, das hat er doch extra gemacht wieder. Ja, ich glaube, das ist ein Konter-Move von Sheik. Da hat er mich auch nochmal gekriegt. Da kriegt er aber nochmal einen Kick von mir. Und weil er Side-Special gemacht hat, konnte er sich halt nicht mehr retten, bis die Bombe geplatzt ist. Und das war dann mein Vorteil, weil ich ihn von der Stage gedrückt habe. Und da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, mit meinem Zweit-Charakter gewonnen. Das war Glück, glaube ich. Dann nehme ich mal stark an, weil bei den Lex kannst du eh nicht richtig spielen. Und ich denke mal, wenn die Lex nicht da gewesen wären, hätte er mich mit Kirby auf jeden Fall geholt. Naja gut, was willst du da machen, ne? Kannst du nichts tun. Na gut, jedenfalls, dieser Kampf wäre dann auch für mich entschieden. Mal wieder endlich ein paar Kämpfe, die ich gewinne. Ja, danke nochmal an Fabian, dass du mitgemacht hast. Gerne wieder. Was das mit den Lex angeht, da müssen wir uns irgendwie noch was einfallen lassen. Das war schon merkwürdig, aber mein Gott. Mal gucken, was man da machen kann. So, das wäre es auch vom 9. Kampf der Super Smash Bros. For Wii U Community Battles. Leute, ihr wisst, wie es geht. In Skype adden und Bescheid sagen. Ja, bis die Tage mal. Man sieht sich, ich bin raus und tschüss.